Guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Nicht wundern, bei uns ist alles abgedunkelt, weil es ist wieder voll heiß in Österreich geworden. Ich verstehe das Wetter hier gar nicht. Letzte Woche hat es noch unter 20 Grad, jetzt ist es über 30 Grad. Ich bin ja eher der Fan von gerade mal 20, also mir ist lieber, es ist etwas kühler hier als zu warm. Ja, die Kinder frühstücken jetzt schon was. Man muss arbeiten. Ich habe mit ihnen gerade was zum Trinken. Ja. Was gibt's zum Frühstück? Die Flasche schaut schon so aus, Leute. Ich gebe die nämlich immer in den Geschirrspüler. Auf jeden Fall. Ich glaube, ja, sollte manchen Geschirrspüler geben, aber egal jetzt. Sie isst ein Brötchen. Mariam habe ich ein Brei vorbereitet. Es gibt... Ja, das ist so ein Melupa-Brei einfach. Ich muss sagen, sie feiert es nicht so krass, aber sie ist... Mariam ist generell so eine schlechte Esserin. Medina isst mehr vom Brei. Medina war gar nicht, sie war echt eine gute Esserin als Baby. Das ist schon stark. Ist? Boah. Du hast ein Licht bestellt, mit dem man besser Fotos machen kann. Auch im Dunkeln. Das ist von Amazon. Wie viel hat das gekostet? Irgendwas mit 20 Euro. Er lügt, das aber hat 30 Euro gekostet. Nein, 20. Schon habe ich es vergattert, ja. Wir sind jetzt schon bei meiner Schwägerin und es gibt gleich Essen, oh mein Gott, in diesem schönen Geschirr. Und was macht der hier? Schau, der sucht wieder. Aus Türkei mitgebracht hat. Boah, ganz ehrlich und direkt. Ich sehe schon, Ecke Brownie habe ich gesehen schon. Boah, ich sehe schon fett alles. So abchecken mal, was alles mitgebracht wurde. Ja. Freunde, Essen war richtig gut und schaut mal, wie toll das Wetter ist. Ah, hätten wir so einen Pool, ich glaube, ich würde nur draußen chillen. Es ist 6 Uhr und das Wetter ist noch immer so heiß eigentlich. Die sind erst vor 3-4 Tagen aus der Türkei gekommen. Haben echt coole Sachen mitgenommen. Das Wasser ist auch schon warm, für das es erst die letzten Tage so warm war. Es hat schon über 20 Grad, vielleicht gehen wir dann noch ins Wasser. Und Freunde, das da, ich habe euch ja, das ist schon einige Videos her, er hat also mein Schwager die Geburtstag gefeiert und das war das Geburtstagsgeschenk von uns an ihn. Schaut das nicht krass aus, das Teil? Ich zeige euch gleich, was das alles kann. Medina kommt auch schon. Das ist auf jeden Fall ein Roboter, der den Pool reinigen kann. Ich glaube, das erklärt eh alles. Beginnen wir auch gleich mit der App. Ja, D-Kreis, die App. Und auch der Roboter. Und sie haben ihn Tarkan genannt, wie den Sänger. Also ihr könnt das umbenennen, wie ihr wollt. Mein Schwager hat ihn Tarkan genannt. Und jetzt wird Tarkan gestartet. Ganz easy, vom Handy aus. Es geht auch manuell. Da müsst ihr dieses Bedienelement einfach in die Hand nehmen. Und dann wird könnt ihr mit dem herumspazieren und das wird dann gemacht. Aber mit der App ist, glaube ich, relativ einfach. Weil da müsst ihr nicht daneben stehen. Ihr könnt das machen, wenn ihr nicht zu Hause seid. Und jetzt... Hier geht ihr auf Start Cleaning. Man hat mehrere Optionen. Genau, also entweder ihr wollt überall putzen oder ihr wollt nur den Boden putzen oder nur die Wand. Oder manuell, oder, du kannst selber dann aussuchen, was du putzt. Wir machen jetzt mal den Boden. Genau. Hier hat man so die Zeitvariante. Machen wir mal eine Stunde. Start now und er fängt an. Genau. Oh mein Gott. Das Gute an diesem Gerät ist einfach auch, Freunde, es ist kabellos. Also es muss jetzt nicht direkt an einem Kabel angeschlossen sein. So ist das Risiko zu einem elektrischen Schock auch viel geringer. Und Freunde, es ist einfach nicht angeschlossen an einem Kabel. So kann das wirklich auch überall an einen Pool hin. Also es muss, euer Pool kann ruhig etwas größer sein, kleiner sein. Das ist wirklich egal. Also das schafft es schon und es kann auch den ganzen Pool reinigen. Genug Akku hat es. Er kommt auch zu den Treppen rauf, Wände. Das ist alles kein Problem. Mein Schwager hat jetzt nochmal den Vergleich genannt, weil hier sind ja lauter Häuser, Freunde. Und die Nachbarn haben ja auch, also Leute, die in Häusern wohnen, wissen Bescheid. Man spricht sich einfach unter den Nachbarn ab. Ein Nachbar hat zum Beispiel einen mit Verlängerungskabel. Und da muss man das Kabel halt ewig herumziehen und bei dem ist es halt gar nicht so. Also er ist wirklich sehr zufrieden mit ihm, das freut uns natürlich. Meine Kinder planen schon gerade mit ihren Füßen im Pool. Ist auch recht warm, ich glaube, wir werden auch noch eine Runde im Pool schwimmen gehen. Wie gesagt, der läuft jetzt eine Runde und dann planschen wir ein bisschen. Und das ist das Mist, was da rausgekommen ist. Der wieder rein. Thank you.
so ist besser. Auf jeden Fall, alle sind reingegangen, die hatten noch Hunger, die Kinder haben auch was gegessen. Medina hat eine ganze Schüssel Bohneneintopf gegessen. Ey, ich glaube, Mamis fühlen mit mir, wenn Kinder gut gegessen haben, man fühlt sich automatisch besser. Ich bin richtig glücklich und ja, so kann ich meinen Tag auch ausklingen lassen. Wie gesagt, alle sind jetzt drin, ich sitze noch ein bisschen im Garten, ich trinke meinen Kaffee, der kalt geworden ist, weil ich habe vorhin ja den Kindern was zum Essen gegeben. Der Kaffee war mittlerweile schon kalt, aber ehrlich, es ist mir wirklich egal. Sie haben jetzt den, heißt es Rasensprenger? Rasen, oh mein Gott, Sprenger heißt es glaube ich sicher nicht, aber ja, der gießt jetzt den Rasen. Sonne geht unter, es ist voll friedlich irgendwie, richtig schön. Ja, ich gehe jetzt dann auch gleich rein. Warte, wir chillen jetzt noch ein bisschen. Noch immer am Balkon. Es hat Tee gemacht. Mais gibt's. Und Shisha haben sie sogar gemacht. Wir sind wieder zu Hause und er macht hier die Wäsche. Ich habe die Kinder schlafen gelegt. Wird jetzt auch gleich die Tasche noch ausräumen. Ja, das wird jetzt mal gemacht. Guten Morgen, People. Nächster Tag. Gestern waren wir einfach nur mehr müde und sind eingeschlafen. Momo. Medina mit Kaugummi, nichts Neues. Momo ist heute in der Früh aufgestanden, wollte arbeiten gehen, obwohl heute Feiertag ist. Ja, aber heute ist Feiertag, wie gesagt, es ist richtig heiß und wir sind schon alle ready gemacht und werden schwimmen gehen. Freunde, wir sind jetzt schon im Schwimmbad. Mariam schläft. Wir sind mit meiner Schwägerin gekommen, also getroffen haben wir uns hier und meine Schwägerin ist jetzt mit Medina ins Wasser. Und ja, ich chill hier ein bisschen, während Mariam schläft, kann ich mich vielleicht ein bisschen sonnen. Wir sind wieder zu Hause, wir haben schon alle geduscht und sind eigentlich voll müde, kennt ihr das nach dem Schwimmbad. Meine Schwägerin ist nicht mit uns mitgekommen, weil es einfach schon voll spät ist, morgen Kindergartenarbeit. Ich bin auch schon dabei, das Abendessen vorzubereiten. Es gibt... es gibt Reis mit Kichererbsen. Ich koche es in der Suppe, mit dem ich das Hähnchen schon. Oh mein Gott, nein. In dem ich schon das Hähnchen gekocht habe. Ihr seht, das Hähnchen zerfällt da schon richtig. Und das werde ich jetzt dann klein machen und das gibt es dann zum Reis. Ja. Ich habe das Reis, also ich habe den Reis jetzt gar nicht gesalzt oder so, weil es mit Hähnchen dann einfach Geschmack. Und die Kinder können das dann auch besser essen und wir salzen es dann einfach bei uns nach. Und das ist ja auch richtig gesund. Das ist jetzt in so einer richtigen Hühnerbrühe. Ja, das koche ich jetzt noch fertig und zerlege währenddessen das Hähnchen. So, wir haben den Kindern jetzt schon was gegeben. Jetzt sind wir dran. Einfach mega easy, Freunde, aber echt lecker. Mit Ketchup Mayo schmeckt das eigentlich noch besser, aber ich habe jetzt nur Ketchup da. Ja, let's go. Die Kinder schlafen. Schaut mal bitte, was er hier macht. Das Licht ist schon krass, oder Leute? Stellt euch mal vor, das ist ohne Licht und das ist mit Licht. Guten Morgen, Freunde. Nächster Tag. Momo ist schon arbeiten. Ey, Leute, Momo hat gar nicht geschlafen. Ich konnte in der Nacht gar nicht schlafen. Also wir haben uns so schwer getan beim Einschlafen. Er ist ohne Schlafen die Arbeit gegangen. Wahnsinn. Ich bin auch erst um 4, 5 eingeschlafen. Keine Ahnung, mit den Kindern, also die Kinder haben sich auch voll schwer getan. Obwohl wir schwimmen waren, ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall mache ich jetzt schon Frühstück. Mariam schläft noch. Sie hat weiter geschlafen und ja. Jalousien sind alle wieder unten, weil es zu heiß ist. Die Wohnung bleibt aber so kühl. Ja, wow. Zum Frühstück habe ich Reissuppe, also Kongi, gemacht mit Süßkartoffeln. Wir hatten nämlich noch Süßkartoffeln und das kann Mariam auch sicher gut essen. Dazu mache ich ein Eier-Tomaten-Gericht. Ja, das reicht schon. Freunde, ich bin kurz rausgegangen, meine Wimpern ein bisschen richten. Nicht bei Sarah diesmal, weil sie ist auf Urlaub. Deswegen war ich woanders, den mir Sarah aber empfohlen hat. Und voll krass, Leute, in dem Park, wo ich gerade bin, also da, wo ich durchgehe, da hat früher meine beste Freundin gewohnt. Das ist so krass für mich, ihr müsst euch vorstellen, hier habe ich meine Jugend verbracht.
Also hier war ich jeden Tag, wir waren jeden Tag zusammen. Und jetzt wohnt sie halt nicht mehr hier. Und das ist voll, aber voll krass, hier vorbeizugehen und dass ich mit dem Auto hergekommen bin und so. Das sind voll die Erinnerungen. Ja, auf jeden Fall morgens mit den Kindern alleine. Meine Eltern sind auch schon zu mir gekommen. Wir wollen den Geburtstag von Andi zusammen feiern. Der hat in ein paar Tagen nämlich Geburtstag. Und ja, ich muss dafür noch einen Kuchen kaufen, weil gestern habe ich nicht geschafft, einen zu backen. Leute, wir haben jetzt schon was gegessen. Ich habe einfach easy Pizza gebacken. Es ist voll viel. Ich habe 3 Pizzen und ein Blech gebacken und alles ist fertig. Da ist ein bisschen was übrig geblieben. Und jetzt, Andi ist am Balkon. Jetzt überraschen wir ihn. Überraschen, er hat die Torte, denke ich, schon gesehen, aber trotzdem. Happy Birthday, Andi. Applaus! Heute ist ein sehr wichtiger Tag, denn eine ganz bestimmte Person, die ich über alles liebe, wurde am 18.08. geboren. Und dafür bin ich deine Glückhabe, mein Leben mit dir zu teilen. Oha, warum so deep, Mann? Oh, schön, ich weine gleich. Oha. Alle sind mittlerweile gegangen, Freunde. Ich habe mit Dina jetzt noch was und der Kleinen was zum Essen vorbereitet. Es gibt. Es gibt Grießnockerl x Gemüsesuppe. Gemüse wird eher Mariam essen, das Grießnockerl mit Dina. Ja, von der Pizza haben sie logischerweise nicht so gut gegessen, obwohl Medina hat schon was gegessen, aber Mariam nicht so. Deswegen wird es noch schnell was essen. Chaos auch halbwegs beseitigt, Freunde. Momo ist auch schon schlafen gegangen. Ey, voll wichtig, der Arme. Er hat ja gar nicht geschlafen gehabt, aber Gott sei Dank, als ich kurz meine Wimpern auffrischen war, hat er sich wenigstens ein bisschen schlafen gelegt und meine Eltern haben auf die Kinder aufgepasst. Das hat ihm richtig gut getan und Leute, das hat er auch echt gebraucht. Ja, jetzt werde ich mich ein bisschen hinchillen, einen Film gucken. Jeden Mittwoch kommt nämlich immer so ein, ich schaue mir so ein Anime an. Das heißt, meine besondere Hochzeit oder so. Ist auf jeden Fall neu und jeden Mittwoch kommt eine neue Folge raus und das werde ich mir jetzt gönnen, Freunde. Kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr Empfehlungen habt, egal, Filme, Animes, bla bla bla. Nicht zu viel Fantasy wäre gut, aber obwohl ich mag Fantasy, weil ich schaue mir immer Vampire Diaries an und das kann ich mir immer wieder ansehen, dann nur her damit, weil mir ist immer, also ich will immer, dass irgendwas im Hintergrund läuft. Ja, Geschirrspüler läuft, ist ein bisschen Serie schon. Leute, wir schauen uns gerade Depp vs. Hurt an. Und es ist einfach nur crazy. Diese Menschen sind crazy. Aber irgendwie, für uns ist das einfach nur lustig, um ehrlich zu sein. Weil, ja. Schaut es euch an, dafür steht ihr es eh. Das war's aber auf jeden Fall auch schon von diesem Video. Heute war Geburtstag von Andi richtig schön. Seine Freundin ist so süß. Sie hat ihm so tolle Sachen geschenkt. Und ja. Haben den Tag einfach als Familie verbracht. Demnächst haben wir wieder was Tolles geplant, dann nehmen wir euch natürlich mit. Und sonst, Freunde, war es schon von diesem Video und bis zum nächsten Mal.